Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer nächsten Folge von Wir Datteln, The Book of Unwritten Tales. Ich laufe hier mit Ivo ein bisschen rum und in der letzten Folge habe ich gegen Ende, bevor wir mit der lustigen Mumie gesprochen haben, wo wir den Sarkophag wieder übrigens öffnen können, was wir uns aber, glaube ich, auch diese Folge nochmal gönnen, habe ich hier mit dem Sockel drauf gedeutet und wir haben hier eine sechseckige Scheibe und ja, wir können das mit dem Sockel verwenden. Mal sehen. Passt perfekt. Ob man... Mach auf. Hup. Wie hübsch. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Tasse. Die Schale ist einige Zentimeter tief und leer. Am Boden sieht man bräunliche Verfärbungen. Das ist eine Teetasse. Natürlich. Die Statue. Das ist die ominöse Maschine, in der der Geist leben soll. Zu ihren Füßen steht ein Behältnis für den Treibstoff. Die Statue hat kleine Löcher in der Nase und es scheint, als könne der Mund geöffnet werden. Ist das eine Kaffeemaschine oder eine Teemaschine, wo man irgendwie Wasser reinkippt und dann hier aus den Nasenlöchern dann der Tee rauskommt? Reden wir mit der Maschine? Hallo, du da drin! Geist! Gib mir die Bohnen für deinen Trank! Richtig nichts. O mächtiger Geist in der Maschine, gib mir die Bohnen für deinen köstlichen Göttertrunk. Das ist eine Kaffeemaschine. Sieh es mal so. Wenn du mir nicht die Bohnen gibst, kann ich dir deinen dämlichen Trank nicht mixen. Damit ist niemandem gedient. Na also, es ist eine Kaffeemaschine. Warum nicht gleich so? Gut, reden wir nochmal mit der Maschine. Hey, du Geist. Wenn du doch über alles in diesem Haus so gut Bescheid weißt, dann sag mir, wie geht es weiter? Ja. Hallo? Okay, will wohl nicht. Können wir noch irgendwas machen? Die Schale ist einige Zeit. Okay, gut, das kennen wir schon. Dann nochmal zurück. Wir haben die Kaffeemaschine gefunden. Wuhu. Na komm, was soll's. Reden wir nochmal mit dem Sarkophag. Es muss wohl sein. Jawohl. Ach, uff. Gut, dass du da bist, Mortimer. Ja. Hier war eben eine seltsame Person, die meinte, es wäre du. Ich war das. Du warst das, Mortimer? Warum hast du dich als du selbst ausgegeben? Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, eben. Hast du etwas mit deinen Haaren gemacht? Du siehst so anders aus. Verwechselst du mich ernsthaft mit einem meterhohen, alten, runzligen, glatzköpfigen Gremlin? Sei nicht so hart zu dir, Mortimer. Sieh mich an. Ich habe auch schon bessere Tage gesehen. Ja, durchaus. Ich bin nicht Mortimer. Mortimer hat mich hergeschickt. Ich suche einen Geheimkeller. Kannst du mir sagen, wie ich in den Keller komme? In den Keller? Natürlich. Natürlich. Das war ja einfach. Und? Wie komme ich in den Keller? Ja? Was für ein Keller? Was? Was? Du bist gewachsen, Mortimer. Ja, ja, wir haben Spaß. Ah, du bist gewachsen, Mortimer. Ja, die Mumie hat offenbar Probleme mit ihrem Kurzzeitgedächtnis. Und mit dem Langzeitgedächtnis vielleicht auch. Nochmal öffnen. Komm bitte. Ist so lustig, mit dem zu sprechen. Na, großartig. Komm! Hallo, Mortimer! Ja, hör zu. Ich muss diesen Geheimkeller finden und ich glaube, du kannst mir helfen. Also reiß dich bitte zusammen. Natürlich, natürlich, natürlich. In Ordnung. Dann habe ich einige Fragen an dich. Ja, jetzt haben wir nicht Dialogoption mit der Mumie. Wer bist du? Hattest du einen Unfall in einer Mullbindenmanufaktur? Nein, ich bin eine Mumie. Wird Mumien bei der Mumifizierung nicht das Gehirn durch die Nase gezogen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich schon. Ich bin nicht Mortimer. Siehst du das nicht? Ich sage es dir noch einmal, ich bin nicht Mortimer. Natürlich nicht, wenn du das sagst. Mortimer wurde entführt und ich wollte ihn retten. Das ist ja schrecklich. Du musst dich verstecken. Ich? Wieso? Man will dich entführen. Das hat man schon. Mortimer meine ich. Man hat Mortimer schon entführt. Aber es geht doch nicht. Wer unterhält sich denn dann abends mit mir? Echt mal. Mortimer ist dein Freund, oder? Hat er dich ausgebuddelt?
Ja, das kann man so sagen. Ich lag ziemlich lange im Dunkeln. Irgendwann öffnete sich der Deckel und Mortimer war da. Seitdem wohne ich bei ihm in der WG. Tja, wie es aussieht, wird Mortimer in nächster Zeit nicht für dich da sein, um mit dir zu plaudern. Wir plaudern nicht. Wir diskutieren, wir beratschlagen, wir debattieren, wir plaudern. Aber niemals würden wir Skifahren. Hm? Wieso? Willst du etwa Skifahren? Ich will nicht Skifahren. Was ist Skifahren? Keine Ahnung. Ich mag die Bubia. Die gefällt mir jetzt schon. Weißt du etwas über die Geheimtür und den Keller? Kannst du mir sagen, wo die Geheimtür ist und wie man sie öffnet? Du wirst vergesslich, Mortimer. Ja, genau. Also hilf mir auf die Sprünge. Wie öffne ich doch gleich die Geheimtür? Welche Geheimtür? Langsam ist es nicht mehr witzig. Was? Das. Die Geheimtür zum Keller. Wie kann ich sie öffnen? Du fummelst da immer an diesem Ding herum. An dieser Steinfigur. Und dann wird die Geheimtür geöffnet und du verschwindest irgendwo. Und wohin genau geht man? Gehe ich dann? Das weiß ich nicht. Ich habe meinen Sarkophag seit 4000 Jahren nicht mehr verlassen. Kein Wunder, dass du einen an der Waffel hast. Sie sind nicht Mortimer. Warum geben Sie sich als Mortimer aus? Was hat es mit dieser Maschine auf sich? Weißt du, was es mit dieser Maschine auf sich hat? Was ist das für ein Treibstoff, den ich in die Schale füllen soll? Kaffee. Bum, bum, bum. Ilum, 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 ilum. Schleich dich doch nicht so an! Ich stehe schon länger hier. Ich stehe schon seit 4000 Jahren hier. Toll. Was ist mit der Maschine? Kennst du dich damit aus? Tut mir leid, Morty. Leider nicht. Wenn du vergesslich wirst, solltest du dir Dinge aufschreiben. Trotzdem danke. Ach, schleich dich nicht so ran. Ich hab genug. Tschüss. Tschüss, Mumie. Die gefällt mir, die ist mir sympathisch, auch wenn sie ein bisschen vergesslich ist. Hat aber doch ihren Charme. Betrachten wir die Bücher. Bücher über Bücher. Die meisten sind uralte Schinken. Sie sind in allen Sprachen der Welt geschrieben, wie mir scheint. Mhm. Was haben wir noch nicht betrachtet? Den Drachenschädel? Und das kleine silberne Schild. Das steht näher dran. Ein kleiner altertümlicher Schild. Die Innenseite ist blank poliert. Mhm, sieht aus wie so ein Spatat. Oh, wir können sie mitnehmen. Nehmen wir mit. Wir haben ein Schild. Moment mal. Nein, Moment. Schild mit Spiegel im Rahmen. Nicht ganz so gut wie ein echter Spiegel, aber ich kann mein Spiegelbild sehen. Okay, wir kommen der Sache näher. Ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben, aber wir kommen der Sache näher. Sieht gut aus. Wie immer. Jo. Du bist eine hübsche Elfe. Du hast ein gutes Ego. Du bist immer hübsch. Betrachte den Drachenschädel. Der Schädel eines Drachen könnte ein Hornschwanz gewesen sein. Bösartige Viecher. Aber heute gibt es kaum noch welche. Die letzten ihrer Art arbeiten heute beinahe ausschließlich als Lasttiere. Sie haben ihre Bösartigkeit verloren. Ein Hornschwanz. Aber auch ihren Stolz. Ein Hornschwanz, ja. Die Zauberlehrlinge werden wissen, warum es witzig ist. Wir können Dokumente mit uns mitnehmen. Sehr schön. Yay, wir haben unvorstellbar wertvolle Dokumente. Können wir die uns angucken? Ein Stapel Pergamente und Papiere. Sehr alt und schon etwas brüchig. Ja, macht nix. Werden wir verbrennen, wahrscheinlich. Gut, ich weiß nicht, was wir machen können. Vielleicht irgendwie können wir nichts machen. Gut, gehen wir nochmal nach draußen und gucken, wie wir weiterkommen am besten. Ja. Können wir. Ja! Befestigen wir die Gießkanne mit dem Brunnenseil. Das sollte halten. Und dann lassen wir das Ganze wieder runter. Und dann heben wir es wieder hoch. Probieren wir es mal. Und dann haben wir wenigstens Wasser. Dann haben wir schon mal Wasser, um den Kaffee aufzubrühen. Und im Grunde haben wir dann schon alles, was wir brauchen. Damit habe ich eine Gremlin-Gießkanne voll Wasser. Sehr schön. Und ich denke, damit können wir dann...
rein. Das ist ja eine Kaffeemaschine. Untersuchen wir die Maschine. Wunderhübsche Musik wieder. Idyllisch. Und die Gießkanne. Irgendwie. Nein. Wenn überhaupt, dann müssten die Bohnen schon zu Pulver gemahlen sein. Ah, ja. Moment. Ja, genau, wir müssen ja das Pulver... Wir brauchen ja Kaffeepulver und keine gerösteten Bohnen. Das volle Aroma haben wir ja schon, den gerösteten Aromen. Wir müssen es nur zu Pulver machen. Und mal. Move that ass. Es funktioniert. Die Bohnen werden zu Pulver gemahlen. Sehr schön, gute Hilfe. Das war's. Sag mal, Kaffeepulver. So, aromatisches Pulver mit der Gießkanne. Lieber nicht. In der Anleitung steht, dass das Wasser kochen muss, bevor ich das Pulver hineingeben kann. Kalte Kaffee kann man auch trinken. Moment. Wir haben ja noch den Holzstapel. Einige Gestapel. Nehmen wir mit. So, wir machen Folgendes. Wir kombinieren... Drei sollten reichen. Wir kombinieren das unvorstellbar wertvolle Dokumente mit dem Holzstapel oder legen das erstmal in den Kamin rein, weil das ist unser Zünder. So. Die werden gut brennen. Sie sind staubtrocken. Sehr gut. Dann das Feuerholz da drauf. Die werden einige Stunden brennen, wenn sie erstmal brennen. Das ist etwas, worum wir uns dann auch kümmern. Und dann können wir schon mal die Gießkanne an den Haken hängen. Weil da ist ja Wasser drin, ne? In Ordnung. Die Gießkanne mit dem kalten Brunnenwasser hängt am Gestell. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie einen Funken. Wie kommen wir an den Funken ran? Schornstein. Betrachten. Eine gewagte Konstruktion. Und wie das ganze Haus ziemlich windschief. Sieht nicht so aus, als würde er noch lange halten. Und da fiel er der Elfe auf den Kopf. Oder auch nicht. Vogelscheuche betrachten. Eine zerrissene, windschiefe Vogelscheuche. Die Kleidung ist von Mäusen zerfressen. Aber der Hut hat was. Ja, sieht aus wie der Indiana Jones Hut. Reden wir nochmal mit Cheep Cheep. Lieber nicht. Ich habe keine Neuigkeiten und er macht mir nur wieder Vorwürfe. Ja, das sind immer Vögel. Die machen immer nur Vorwürfe. Gut. Gehen wir mal rein und gucken mal irgendwie, was wir hier machen können. Wir haben ja noch hier den Kasten an der Wand. Was zum Henker ist das denn? Ein Kasten mit einer Art Glasauge. Er scheint genau vom Giebelfenster zu hängen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Kannst du ihn dir schnappen? Oder bist du zu klein dafür? Was zum Henker? Keine Ahnung. Steinkopf noch. Vielleicht ein Mitbringsel des Prof. Okay. Da steht nichts mehr drin, was mich interessieren könnte. Okay. Bücher? Das Buch, von dem MacGuffin erzählt hat, ist im Keller versteckt. Diese Bücher hier interessieren mich nicht. Okay. Drachenschädel? Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als die Drachen mächtig waren. Das war vor vielen Jahrhunderten, bevor ihnen durch Magie ein fremder Wille aufgezwungen wurde. Als sie erst einmal kontrolliert werden konnten, sind sie von beiden Seiten zu Hunderten auf die Schlachtfelder geführt worden. Kaum einer von ihnen hat das überlebt. War wieder bestimmt eine Referenz, aber ich habe sie nicht erkannt. Wie immer, klärt mich auf, wenn ihr wisst, was die junge Ivo meint. Gut, hier drinnen können wir auch nichts Besonderes machen, oder? Betrachten wir nochmal das Chaos. Vielleicht finden wir doch etwas in dem Chaos. Ich räume hier garantiert nicht auf. Warum hat das der Geselle des Gremlins nicht gemacht? Ach komm, räum auf. Okay, oder doch nicht. Ein Holzzuber. Etwa... Na toll. Krug des Zimmermanns. Vermutlich lohnt eine genaue... Warum nicht? In dem improvisierten Spiegel sehe ich nur mich und einen Teil des Raums hinter mir. Dumm. Vielleicht nochmal die... Nein, ich will nicht. Und du kannst mich nicht dazu zwingen. Doch, klar kann ich. Nein, ich will nicht. Und du kannst mich nicht dazu zwingen. Ich werde dich zwingen. Nein, ich will nicht.
Und du kannst mich nicht dazu zwingen. Sture Elfe. Die Leuchtqualle. Leuchtquallen sind eigentlich genügsame Tiere. Sie brauchen Wasser und ab und zu etwas Futter. Ich schätze mal, dieser hier hat seinen letzterem gefehlt. Ja, wahrscheinlich. Gut, auch da können wir nichts mehr untersuchen. Können wir nochmal in den Kasten reingucken? Mehr ist nicht drin. Die Kiste ist leer. Okay, damit ist das jetzt auch weg. Wir haben nur noch den Waschzuber. Mit dem können wir eigentlich nichts machen. Und dieses Holzding, wo wir nicht drankommen. Gut. Können wir uns noch hier irgendwo anders rumgucken? Naja, wir haben den Blumentopf noch. Ein auf dem Kopf stehender Blumentopf aus Ton. Gucken wir mal, was wir damit machen können. Darunter liegt ein Stein. Das dürfte ein Feuerstein sein. Ich stecke ihn ein. Vermutlich wollte der Professor verhindern, dass der Stein nass wird. Ja, sonst brennt er nicht mehr. Ist ja ein Feuerstein. Ja, dann haben wir die Lösung quasi gefunden und wir machen jetzt Feuer. Oder brauchen wir noch Stahl? Ich versuche es mal. Nee, es geht auch so. Sehr gut, was? Feuerzeug funktioniert. Ja, was denn? Das ist ein Feuerzeug. Hast Feuer gemacht. Sehr gut. Im Kamin prasselt ein munteres Feuer, wie man so schön sagt. Gut, dann dreh den Halterarm. Mal sehen. Ne? Oh. Es dauert immer so, das Kaffee kochen. Das Wasser warm. Das Wasser kocht. Okay, gut, dann das Pulver bitte. Oder wir nehmen, drehen den Halterarm aus dem Feuer. So. Eine Gießkanne voll heißem Wasser. Sehr schön. Und jetzt das aromatische Pulver bitte in die Gießkanne. Das Wasser verfärbt sich bräunlich. Und es riecht. Nicht übel. Kaffee. Damit ist der Treibstoff für die Maschine fertig. Ja, Kaffee. Sehr gut. Dann können wir das ja in die Maschine da reintun. Ja. Maschine, los, schneller, Ivo. Wir haben es fast geschafft. Und Treibstoff für die Maschine in die Schale gießen, bitte. Und wehe, dieser ganze Aufwand war umsonst. Ja, wehe dem. Es ist ein Affe. Ein kleiner Affe. Hallo? Du, Geist, ich muss in den Geheimkeller. Hilfst du mir jetzt? Ein kleines Äffchen. Houtini! Danke. Ja, wir haben den Weg in den Geheimkeller gefunden. Und es ist so ein schöner Höhepunkt, wo ich die Episode wieder enden lasse. Wir betrachten uns, oder besser gesagt, wir gehen die Wendeltreppe in den Geheimkeller dann hinab. In der nächsten Folge, wenn wir wieder weiter daddeln. The Book of Unwritten Tales. Bis dann. Ciao.